alte Autos, viel blitzender Chrom und eine ganze Bande von Oldtimer-Fans. Am letzten Aprilwochenende kann das nur eins bedeuten. Bocholt Blüt steht vor der Tür und somit auch die große Ausfahrt von Grenzland Klassik Bocholt in die Nachbarschaft. Hier bei uns im schönen Münsterland, wo ich aufgewachsen bin. 2 Tage geht es für die rund 40 Oldtimer-Teams diesmal ins Münsterland. Und zwar gleich zum Dach der Region, die Baumberge. Wie gewohnt auf Schleichwegen leitet das leicht verständliche Roadbook die alten Schätzchen zumeist auf wenig befahrenen Feld- und Landstraßen. Oh, 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 im schönen Münsterland. Oh, oh, oh. Über Stevertal und Rooksel geht es dann nach Münster. Allerdings, für Spaziergänge über den Prinzipalmarkt oder die Promenade ist heute keine Zeit. Wer Münster besichtigen will, soll einfach wiederkommen. Das ist ja auch die Idee der Oldtimer-Touren. Darum geht es auch am Bundenturm vorbei Richtung Handorf, wo schon das Mittagessen auf die Oldtimer-Freunde wartet. Hier stehen jetzt erst einmal die Oldtimer im Mittelpunkt. Denn der erfahrene Münsteraner Fotograf Rüdiger Wölk nutzt die Mittagspause der Fahrerteams für Aufnahmen der alten Schätzchen. Ist so ein französisches Auto, das fuhren in den 60ern nur ganz, ganz ausgefallene Leute. Also jetzt nicht irgendwie ausgefallen im Sinne von, dass sie besonders viel Geld hatten. Das hat wahrscheinlich auch viel Geld gekostet, das Auto. Aber das war ein super Auto. Ich meine, so mit Hydraulik konnte man bei schlechter Wegstrecke hochmachen oder wenn es schlechtes Wetter war, wie auch immer. Also auch fuhren nur ganz wenige Leute. Und man sah das im Fernsehen, wenn der französische Staatspräsident im Élysée fuhr. Also, wunderbar. Oh, 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 im schönen Münsterland. Oh, 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 oh. Weiter geht's in den Pferdekreis Warendorf, genauer gesagt dem Haus Lang bei Telgte. Nur mit einer Sondergenehmigung durften die Oldtimer-Freunde hier über den Privatweg entlang der Bever fahren. Hier bei uns im schönen Münsterland. Im wahrsten Sinne herrschaftlich. Dann auch das nächste Etappenziel, das ehrwürdige Doppelschloss Harkon. Nicht nur, dass alle Oldtimer bequem in die mehr als üppige Einfahrt passten und die Fahrerteams bei Kaffee und Kuchen den Anblick genießen konnten, Hausherr Ferdinand Freier von Korff nahm die Interessierten dann auch noch mit auf eine Zeitreise durch die Heiligtümer des beeindruckenden Anwesens. Wir sind heute Morgen bei strahlendem Sonnenschein weggefahren und haben also dementsprechend auch das Münsterland erst im Sonnenschein erlebt und jetzt so ein bisschen Regen rein. Aber ich muss sagen, wir sind an Ecken gekommen, also die ich noch überhaupt noch nicht gesehen habe. Und ich bin schon durch die Reiterei viel durchs Münsterland gefahren. Aber ich muss sagen, Hut ab vor den Organisatoren, dass sie so tolle Ecken einfach ja, immer wieder finden und uns dann eben auch so präsentieren. Gastfreundlich, aber auch geschäftstüchtig zeigt sich Freifrau Miriam von Korff. Nur allzu gern gibt sie in ihrem Schlossladen exklusive Einrichtungs- und Modetipps ihrer regelmäßigen First-Class-Kleiderbörse, deren Erlöse allesamt an verschiedene karitative Projekte gehen. Und in diesem Jahr ist es einmal die Anna-Konstantin-Förderung. Das ist eine Einrichtung, die jugendlichen Begabten, reitbegabten Kindern weiterhilft, die in Not geraten sind aus verschiedenen Gründen. Und dann haben wir das Mehrgenerationenhaus in Dülmen. Die werden in diesem Jahr einiges kriegen oder hoffentlich einiges kriegen. Und dann nehmen wir immer noch eine Einrichtung, die eben nicht in Deutschland ist. Und da haben wir eine Einrichtung Kinder in Not unterstützt. Eine Einrichtung in Uganda, die junge Frauen zu Hebammen ausbilden. Die letzte Tagesetappe führt den Tross aus Chrom und Patina dann an den Rande des Teutoburger Waldes, nach Hasewinkel-Marienfeld. Hier am Hotel Klosterpforte nämlich, wo schon 2006 die portugiesische Nationalmannschaft ihr WM-Quartier bezog, übernachteten nun auch die Fahrerteams und natürlich auch ihre Oldtimer im gewohnt stilvollen Ambiente. Am nächsten Tag geht's weiter im Programm. Und direkt los mit einem ganz besonderen Highlight. Nämlich an dem ersten Oldtimer-Treffen in der Innenstadt des kleinen Wallfahrtortes Telgte. Extra für die Tour nämlich hatte das Ordnungsamt die Einkaufsstraße und den Marktplatz für die Oldtimer geöffnet. Klar, dass sich die Fahrerteams hier wohlfühlen. Schließlich aber geht es wieder zurück nach Bocholt. Und hier warten nicht nur viele tausende Besucher, sondern auch hunderte anderer Oldtimer auf die Ausfahrtteilnehmer.
Trotz des durchwachsenen Wetters haben Treffen und Ausfahrt wieder neue Stammfahrer dazugewonnen. Also dann, bis zum nächsten Mal.